Hallo meine Lieben, mal wieder ein kleines Filmchen mit unseren jüngsten Mitbewohnern. Ja. Dakota hat wohl gerade den Schluck auf. Die schüttelt's nicht schlecht. Das ist mein Mäusle. Das ist gerade der Schluck auf, gell? Ja. Hey, die feines Gesicht, okay. Und du, mein David, Mein David, ja, mein Pausepickle, okay. Und natürlich auch der Diego, Mein Diego-Kater. Und meine kleine Davina. Die kleine Davina. Ja. Okay. Oh, da kommt einer hergelaufen zum Papa. David. Du bist ein Feiner. Ganz ein Feiner. So ein feiner, geh? Ja. So ein feiner. So ein feiner. Ja. Ja, Leute, das macht richtig Spaß. Geh, mit den kleinen Wattekugeln zu spielen. Meine große. Dakota Moon. Mit Dakota Moonchen. Und der Diego, mein kleiner Schreihals, gell? Der schreit, Hilfe, nicht? Gut. Muss er auch nicht immer schreien, gell? Nicht immer schreien. Nein, gell? Feiner Bub. Ganz ein Feiner. Ja, hallo. Da gibt's sogar schon Pfötchen. Ja, das ist aber brav. Das ist der Papa schon per Handschlag begrüße. Ja, das macht er fein. Geh. Meine Davina-Maus ist die schüchternste. Ups. Steckt sich im Eck. Und denkt, hoffentlich sieht mich der Papa nicht, gell? Hoffentlich sieht er mich nicht. Die wackeln jetzt schon ganz schön durch die Gegend. Klar, sieht noch ein bisschen unbeholfen aus. Aber ihr müsst auch sehen, die werden am Freitag erst 14 Tage. Und von daher sind die schon recht zügig unterwegs. Ja, wenn das auch noch so ein bisschen zittrig aussieht. Aber alles ganz normal. Alles ganz normal. Hallo, David? Hallo, David? Ja, hallo, gibst du auch schon Pfötchen? Ja, das ist ja fein. Das macht er fein. Na, Lucy? Okay. Und Lucy liegt ganz entspannt daneben und putzt sich. Ich bin vollkommen hin und weg. Wir hatten ja einen 7er-Wurf im Frühjahr diesen Jahres. Und die 7 beziehungsweise die 4 jetzt, die sehen ähnlich aus, aber trotzdem ganz anders. Hier, er hat auch ein rotes Feldkleid. Hatten wir ja einige, um ganz genau zu sein, 4. Er hat mehr so die Farbe von Celio.
Die Zeichnung allerdings nicht. Er hat ein fast komplett weißes Gesicht und rote Haare, die ein goldischer Knopf. Und auch Dakota hat relativ mittig diesen roten Streifen, aber allerdings mehr als Fleck. Und auch, ja, ich will sagen, Christo hat sich allerdings verteilt auf zwei Katzen, beziehungsweise auf einen Kater und eine Katze. Diese Streifen hat die Davina abbekommen und das Gesicht hat mehr eher nur etwas heller. Also es ist unwahrscheinlich, was für Kombinationen da anscheinend noch möglich sind. Ich hätte jetzt gedacht, oder ich habe gedacht, da kommt jetzt so eine Müllemaus und so eine Chiara und dann ein Celio und ein Carlo und ein Christo, aber weit gefehlt. Von den Farben her ähnlich, aber wie gesagt, wenn man dann den Kleinen in die Augen sieht, dann sieht man ganz andere. Und es ist auch gut so. Okay? Ja. Hier tut schon fleißig Laufen üben. Und nächste Woche, Ende nächste Woche, Anfang übernächste Woche, werden dann schon die ersten Ausflüge drin sein. Okay? Ja, da musst du gucken, Dakota. Mein Dakota Moon. Ihr ganz feinies, geh? Ganz feini. Und du winkst dem Papa schon zu, David. Ja, mein Meisterlück, geh? Ganz feini. Das sind alles ganz feine. Ja, und du, Schon mal testen, ob der Papa Milch gibt, Da wirst du aber wahrscheinlich so lange Nase kriegen, Papa gibt keine Milch. Oder tust du schon dein Abendessen putzen? Hier ist die goldig, Davina. Und natürlich auch der Diego. Papa und die Namen. Zwei Gegensätze stoßen aufeinander. Jo. Er hat so süße Knopfaugen, der kleine Mann. So süßes. So süße Äuglein hat er. Gell? Blub. Ja. Ein ganz ein süßer, strammer junger Mann. Und da ist noch ein junger Mann. Diego? Noch ein junger Mann. Und natürlich die zwei Damen. Die Dakota und die Davina. Ja. So, das war's für heute. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Bis die Tage mal wieder.